Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zum neuen Projekt natürlich. Mit dem J-Gamer natürlich und auf der Karte Nordfriesischer Marsch. Der Marsch. Genau, wir haben am Donnerstag schon ein Livestream gemacht von einer Stunde. Doch, ja, bei mir gezockt. Hat das extrem geleckt, mal nur kurz zum Reinreden. Entschuldigung, Leute. Ja. Deshalb muss ich euch ein bisschen erklären, was wir da gemacht haben. Der Ostrhein hat hier getroschen. Ich habe einen Ladewagen gemietet. Dann bin ich da ein bisschen Stroh zusammengebrannt, habe das schon in den Komposter gemacht. Mussten den Komposter nichts anderes rein als nur Abfälle. Also kein Diesel und sowas. Mhm. Die andere Sache ist die, dass ich schon zwei Anhänger mit 19.000 Liter Weizen reingekippt habe in den Dings da. Schweizer, kannst du bei mir das GPS einstellen für den Drescher? Ja, warte mal zu. Weil bei mir geht brauchst GPS du? Nicht. Ja, bin ich. Warte mal. Mal kurz automatisch. Neu. Geht ein bisschen krumm. Aber das macht nichts. Machen wir gerade klar. So, ich zeig mal in der Zwischenzeit mal kurz die paar Mods, wo wir mit reingenommen haben. Mod-Vorschläge könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare runter reinschreiben. Kannst du reinschreiben. Nice one, so, danke. Ich möchte auch kurz euch die Mods im Großen durchgehen. Also, wir haben da Traktoren, ein paar mit reingenommen. Ich erkläre jetzt nicht alle Marken, ich gehe nur langsam durch, dass ihr das seht. Drescher haben wir auch was mit reingenommen, oder nicht so? Ja. Ach doch! Ja. Oh Mann, der Klaas Lexion. Oh, der ist geil! Einfach gut von dir. Kann man... Klaas Lexion. So, Hexe haben wir auch. Und ja, auch? Natürlich! Und natürlich in der Monster Edition. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Was soll ein Kipper drin? Ja, mein Spiel hängt. Oh, du willst mir nicht sagen, wir haben das Hagengerät nicht drin. Nee, haben wir auch nicht. Hm? Aber dafür coole andere. Ja, ein paar Kipper haben wir drin. Und zwar, wir müssen noch ein paar Mods suchen, das ist klar. Und ihr natürlich, wenn ihr so nett seid, Mods in die Kommentare. Mods Alter! Sehen. Guck mal in die Kategorie Autos. Hab ich nicht geguckt. Warte mal kurz. Kategorie Auto. Ey, da ist. Alter, klar. Na klar. Nice, Mann. Also, das, den kaufen wir uns früher oder später. Ey, guck mal in Diverses rein. Was ist denn das, bitteschön? Heb- und senkbare Anhängenvorsicht. Konzeptiert für GTMX Big M. Hinweise, die anderen quasi ich muss mit. Okay. Keine Ahnung. Nee, schön. Okay, wir machen hier jetzt mal weiter. Im großen Zug haben wir nur alle. Wir haben auch Ballen. Technik haben wir auch was dabei. Ah, zur... Ja, warte kurz. Ballentechnik, das muss ich auch noch zeigen. Grones. Also nur der Ostrhein hat die ausgesucht, hab gesagt, das gebe ich ehrlich zu. Und bei Schwade haben wir auch ein, was drin. Ach ja, und bei Ladewagen haben wir zwei drin. Schwade. Wow, schon. Lol, zwei geile Big M's drin. Ja, den einer habe ich ja hinten dran. Nein, nicht von Mehrbergen. Big M. Ah, ernsthaft, Arnold? Gibt es da was bei Edmund? Ist das was bei Forst? Nee. Nee, ich glaube nicht. Bei Radlader? Nein. Ja, wir müssen doch noch ein paar Mods haben. Wäre ja nice, wenn ihr auch mal Mods in die Kommentare schreibt. Jo, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Auch gerne mit Link auch gesehen, natürlich. Das wäre eigentlich. Ja,
wir könnten es natürlich auch selber suchen, aber mit Links wäre natürlich noch ein Premium. Ja. Oh. Aber ich weiß, aber ich muss sagen, wann überhaupt das Projekt kommt. Ja, stimmt ja. Und? Das Projekt kommt von Montag bis Freitag. Ernsthaft, gerade Herr Hartag, einfach nur Samstag, Sonntag nicht. Aber das Rechtliche kommt es durch die Woche, besser gesagt. Wochenende nicht. Genau, ja. Also es kommen ja schon drei Projekte täglich und ja, schon schwer, die ganze aufzunehmen. Zwei Projekte täglich. Genau, zwei Stunden. Und das ist ja eigentlich das dritte einfach nur Samstag, Sonntag, nicht? Ja, eine Menge, also das. Mhm. Das ist ja auch noch eine Sache. Ich habe mich für den Deutsche entschieden, der Ostrhein. Oh, hat sich den Feld genommen. Jo. Ja, ich hänge irgendwie in den Fischen fest. Ach ja, und der Deutsch, ernsthaft Leute, der Deutsch kann schwimmen gehen. Also besser gesagt, durch die Gräben fahren. Weißt du, welches Traktor mir irgendwie interessant ist? Der Mod Deutz, wo wir mit drin haben. Als Mod. Das sieht echt geil aus. Warum? Warte mal kurz. Muss mich kurz angucken. Weil. Hat nicht allzu viel PS, nur 305, wenn ihr voll motorisiert, aber. Reicht. Wir haben ja nur ein Deutz. Jawohl. Das sieht auch irgendwie übelst geil aus. Ja, auf dem Pedro eigentlich schon. Aber ich finde jetzt gerade den 1050er Fan geil. Mhm. Er hat auch IFC, das weiß ich. Ey, boah, Junge, ich glaube, der Deutsch lookt schon ein bisschen. Weil, wie viel hat er an Tankvolumen, der Deutsch eigentlich? Warte. Hallo? Spiel? Ah, danke. Oh, wir haben dann. Der Deutsch hat insgesamt 435 Liter Kapazität. Boah, nice! Er hat mir jetzt gerade 26 Liter gesoffen für eine Stunde. Ja, das ist nicht wie auf der Hochbergbahn, der kleine John Deere oder der MB-Truck, wo Schluck zu viel. Wo stehen die Kippe? Ach, da unten stehen die Kippe, okay. Aber ich bin mir sicher, dass der Fan noch mehr ist. Also habe ich den Ausfall gegeben. Dafür ist er auch der Stärkere. Da muss ich jetzt wirklich passen. Ja. 55 PS nur. Der ist aber ein Unterschied, aber. Ja, wir haben keinen Schneidwerkswagen. Sehe ich gerade. Aber geht so. Nein, nicht so laut. Oma! Was hast du denn jetzt wieder? Ja. So fährt mir ein scheiß Auto rein. Aber bestimmt ein Schweizer. Das ist sicherlich ein Deutscher. Na klar. Nichts gegen die Deutsche. Nee, du weißt schon, dass das Server über Deutschland läuft, gell? Ja, sicher. Ja, aber gibt's doch keinen. Der Teamspeak und der Server läuft über. Also der Sitz von denen ist in Berlin. Also in Deutschland. Von wem? Von Cheaport, wo die Server gemietet haben. Ja, schon. Also. Boah. Ah, warte mal. Also ich sitze jetzt gerade gechillt irgendwie. Mein Lenkrad in der Hand, meine ich Seite. Auch. Ich muss aber nichts machen eigentlich. Deswegen schön gechillt, gut lehnen. Ernsthaft, wirklich, es ist wirklich. Oh.
Junge, wenn das Feld 500 Meter lang ist, dann. Pff, ja. Ach, ich sehe dich. Ja, was hast du da gemacht? Niemand hat es. Ich hab's auf Band. Stopp kurz. Was ist Pause. Ja, okay. So, sind wir zurück. Ich war. Stepp, Alter. Ich voll. Boah, Junge! Was denn? Wieder ist mir einer reingefahren. Die will mich verarschen, ehrlich, die Leute. Ja, auf der Nordspitze zum Arsch. Die mögen dich halt nicht. Mein Hund wollte rein. Scheiß Köter. Ja. Oh, ich glaube, weißt du was? Jetzt hätte ich dir was fast gesagt, aber. Naja. Billige Fußhupe. So, jetzt es sollte eigentlich gehen, alles in einem Ladewagen in die Nähe rein. Ey, der Ladewagen ist einfach viel geil. Was denn? Das wollte ich gerade sagen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Muss ich grubbern oder kann ich gerade mit den Saatmaschine durch eigentlich? Kannst du das Saatmaschine durch, das hat direkt Saat. Denk so. Ja, ich weiß, dass die Feenstadt eine Direktsaat ist. Oh nee, Junge, habe ich noch viel zum Dreschen. Ja, wenn du willst, wenn ich da allen Stroh aufgesammelt habe, können wir die Arbeit tauschen. Du siehst an und ich dresche. Das könnte ich machen. Ey, wo ist das? Dann musst du nur bei der Seemaschine. Musst kurz zu mir kommen. Bei mir GPS einstellen. Ja, das ist kein Ding. Wow, es ging geradeaus. Ich hab 98% Drescher und ich bin jetzt gerade bei den Anhängern. Nice. Hallo? Ich hab gesagt, gut, kurz lang. Danke. Ey, und wir haben die drei Realmodule noch nicht drin. Ja, das sind solche Mods, wo müssen wir noch was geben. Wie der Emanuele Tetschen. Weil sonst kommen wir aus dem Gefühl in dem Projekt. Kein Emanuele Tetschen und in den anderen zwei doch. Also deshalb möchte ich hier Emanuele Tetschen auch noch. Aber das sind solche Mods, die können wir einfach noch draufnehmen, das ist kein Ding. So. Ich schau mal kurz zum Händler und fülle die Seemaschine auf. Achso, nimmst gerade dein Fan? Ja. Ach nein, dann bringe ich kurz noch das restliche Stroh. Und danach. Junge! Du Bock! Junge! Nein, Junge! Ich seh mich schön an der Linie, Mann, und das geht gerade rein! Junge, ich häng fest wegen dir! Warte, deutsche Kälte. Junge, so ein Bob, Junge. Junge! Ich hält mich schön an meine Linie und der kommt rüber. Wie denn? Hä? Jo. Ich hab grad gedacht, oh, das geht da gut und dann peng. Ah. Bist rübergekommen? Ich bin auf meiner Linie gewesen. Ja, ich bin rübergekommen, na klar, Junge. Ich guck mir deine Folge an. Auf jeden Fall. Ja, kannst du machen. Ich hab einen Titel rein, schwarzer, du sollst dir anschauen. Ja. Nee, weißt du, lädst du dir jetzt noch rauf und schickst du mir den Ding. Mach ich. Ich
Ich muss die auch noch zusammenschneiden, weil ich aus Versehen statt auf Pause gedrückt habe, auf Beenden geklickt habe. So, aber ich glaube, du musst abmoderieren. Okay, ich sag, das war's für diesen erste Video. Plus selbst natürlich. Wenn es gefallen hat, lasst ihr ein Daumen da. Der Spaß ist natürlich in der Alpha Box. Verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.